Meine lieben Freunde, da bin ich mal wieder in meinem Garten und das heißt, es gibt ein Pfeifenvideo und ich möchte nebenbei noch ein bisschen über unseren Trip reden nach Andex, was sich da ereignet hat, wer dabei war, wer nicht. So gefällt mir das noch nicht ganz. So, jetzt rauchen tue ich heute in meiner neuen Molina, einer wunderschönen Italienerin. Habe ich gekauft in Andex auch. Genau gesagt beim Kaminofen Römer. Da werde ich euch auch was verlinken. Ein Kollege, der sich jetzt von Kaminöfen auf kleinere Dinge spezialisiert, die rauchen, ein Genussladen sozusagen, drangehängt hat. Und da waren wir halt nach dem Trip noch und gerade schön war es. Aber worum soll es heute gehen? Der Black Fragate. Das ist Fragate, so würde man es wahrscheinlich sprechen, nehme ich mal an. Ein aromatisierter Latakia. Und wer mich kennt, weiß genau, ich bin kein riesen Latakia-Hengst. Deswegen aber steckt man nochmal an. Das Tabakbild zeige ich euch hier. Wunderschön appetitlich. Also ihr habt es gesehen, ein schöner Crumble Cake. Ja, geh heute raus. Jetzt feiern wir mal an. Ah ja, für die Gottschöne Bayerin. Der Tom. Das wird jetzt mein Latakia-Kocher. Und wie er schmeckt, verrate ich euch gleich. Zu Beginn fangen wir mal an. Der Trip nach Andex. Wie war's? Wer war da? Coole Leute waren da. Ich natürlich allen voran. Ich, mein Bruder, der Rainer war da, der Erwin, der Ralf, der Jürgen, der Beetlejuice mit Familie sogar, sein Kumpel, der Adrian, war dabei. Und jetzt muss ich schon überlegen, ich glaube, das war es dann sogar schon. Der Thomas war dabei. Und es war richtig, richtig, richtig schön. Ich komme am Bahnhof an, Herrsching, schönes Wetter, kein strahlender Sonnenschein, aber trotzdem solide. Und der Rainer war schon da. Wir haben uns dann sofort gefunden. Mein Bruder war dann auch bald da. Dann sind wir zu dritt übers Hörndl auf. War ziemlich genau eine Stunde. Weil dass das keine große Sportwanderung wird, war uns allen klar. Weil wir wollen ja da droben beim Kloster dann bei der Haxen sitzen und beim Bier und quatschen. Schisch. Und was soll ich sagen? Da oben Weißwürst, Haxen, Bier. Haben übrigens auch ein alkoholfreies, das ganz, ganz hervorragendes. Ich bin kein alkoholfreier Bierfan. Ich persönlich trinke entweder ein Bier
helles, dunkles Weizen. Ich mag nur kein Pilz, aber entweder ich trinke Bier oder ein Spezi-Cola, irgend sowas. Aber ich mag keine alkoholfreien Biere. Und zwar nicht, weil ich sage, mei, du bist der Pussy, wenn es dann alkoholfrei... Nein, es schmeckt mir nicht. Es schmeckt mir nicht. Und die haben vor allem das Weizen, das alkoholfreie Weißbier oben auf Andex. Das ist brutal. Also das schmeckt dermaßen nah dran. Und am normalen Weizen, das ist der Wahnsinn. Und dann sitzt man da und so gegen 4 sagen wir dann so, jetzt gehen wir doch noch zum Kaminofen Römer, zum Kollegen runter nach Fischen oder Fischen bei Päl oder Päl bei Fischen. Ich weiß nicht mehr, wie rum man es sagt, aber wie gesagt, der Link ist hier drunter. Und dann kommen wir da rein und Kaminöfen, also irgendwie 30, 40 Stück Kamine. Ein großer war sogar da, der gebrannt hat. Und dann schauen wir uns weiter um und da war so eine Theke und alles voller Tabak, Pfeifenstopfer, Humidrole, Filter, alles da. Tabake wahnsinnig sortiert, also wirkliche Tankstellen-Tabake, Tabake für die Anfänger. Und dann ging es weiter, spezielle Aromaten, spezielle naturnahe, wahnsinnig viel Connell and Deal, also wahnsinnig viele Amis da und ein geiles Sortiment, also brutal. Der hat seine Hausaufgaben gemacht, brutal, eine geile Nummer. Und wir haben natürlich kräftig zugeschlagen, mein Bruder hat irgendwie drei Tabake oder was und zwei Humidrole und ein Pfeifen und Ding und ich habe mir die gekauft. 70 Euro, also da kannst du überhaupt nichts sagen. Eine Schönheit aus Italien. Und dann sagt mein Bruder zu ihm, ich möchte mal an Latakia. Und wer kam da? Der Erwin. Und der hat dann gesagt, hey, nimm mal den Black Friday, den ich hier auch gerade rauche. Der ist geil. Und mein Bruder sagt, ja gut, nehmen wir den immer mit. Und dann sage ich zu ihm auch noch, hey, da darf ich da eine Probe mitnehmen. Ja, klar, hier. Und dann denke ich mir, ja, aber rauchst du es jetzt da drin? Weil sonst, mei, will ich der brandneuen Pfeife hier gerade so einen Stempel aufdrücken? Und dann sagt wiederum der Erwin, ja, mei, dann ist das halt deine Latakia-Pfeife. Und genauso mache ich es jetzt auch. Das ist jetzt meine neue Latakia-Pfeife. Fertig, aus. Ja, und dann sind wir da mit vollen Taschen rausgegangen, hochglücklich. Ein ganz, ganz toller Laden. Also wenn es hier mal irgendwie in die Nähe kommt, schaut euch den Laden an. Bisschen sein Geschäft auch ankurbeln, kauft's was. Der freut sich und ihr habt da super Sachen. Weil sowas muss man unterstützen. Sanft ist er. Wenn man ihn zündet, dann ist er ein bisschen kantig. Aber dann, so nach ein paar Zügen, wird er eigentlich recht gefällig. Ist, soweit ich weiß, Latakia, Lungenzug, blöde Idee, Latakia, Orient und Virginia. Und die Aromatisierung soll irgendwie so Honig oder so eine Kombination aus Honig und Rum sein, was ich gelesen habe. Das ist halt bei Tabaken schon immer so eine Geschichte, weil derjenige sagt, es schmeckt Honig
artig. Der nächste sagt, es schmeckt nach Ahornsirup. Der dritte sagt, es schmeckt nach Schinken. Das ist halt mein. Aber gut ist er. Das ist genau jetzt so eine Situation, wo ich sage, ich rauche wenig Latakia, aber ich habe genau jetzt Bock drauf gehabt. Genau jetzt. Angenehm. Leicht süßlich durch das Aroma, durch die Aromatisierung. Nicht bissig. Wobei ich glaube, dass der schon zicken kann, wenn man ihn zu heiß raucht. Wenn man ihm zu sehr die Sporen gibt, wird er bestimmt zickig. Aber das machen wir nicht, wir sind ja alle Profis. Er war für einen Crumble Cake schon relativ trocken, also man konnte ihn sofort losrauchen. Ich habe mir einen Streifen so von der Stärke runter und mitgenommen. Jetzt zieht's zu. Und den konnte ich sofort zerbröseln und reinstopfen. Ging ohne Probleme von der Feuchtigkeit her. Also ist kein besonders feuchter Kollege. Angenehm, ganz lecker. Latakia ist, finde ich, ziemlich deutlich schmeckbar trotzdem. Macht aber Spaß, kann ich euch nur empfehlen. Latakia pur ist nicht so meins. Latakia mit einem kleinen Aroma finde ich dann schon wieder geiler. Angenehm und sehr gefällig. Schmeckt mir sehr gut. Besondere Stärke merke ich jetzt auch nicht. In 30 Minuten reden wir vielleicht nochmal, aber bis jetzt sehr angenehm. Kleiner Nachtrag meinerseits, aber ein bisschen Fahrt nimmt er schon auf. Der ist schon kräftiger, wie ich zu Beginn gedacht habe. Und was leicht Rummiges hat er schon. Also die finalen Worte noch zum Andex-Trip. Ich werde das jetzt jeden Juni machen. Juno. So wie unser lieber Helmut mit seinem Fürstenfeldbruck, wo ich natürlich auch wieder kommen werde das Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Mache ich das jetzt halt immer auf Andex. Der Vorteil ist, ich brauche nichts organisieren in dem Sinn, weil da ist eine Küche schon da, ein Ding, das ist einfach ein Biergarten. Nächstes Mal werde ich vielleicht noch irgendeine Klosterführung oder sowas organisieren für uns. Das war jetzt nochmal der Testlauf, wie viele kommen wirklich, wenn der Piper ruft, der kleine Kollege, wie viele kommen da, aber es war eine richtig gute Truppe. Ein paar, die natürlich gefehlt haben, auf die man sich gefreut hätte, Ed, Helmut, aber die konnten nicht, das ist dann so. Da ist dann auch keiner sauer oder so, das ist ja lächerlich. Also es ist ja eine total freiwillige Nummer gewesen. Der Angelo, von dem hat mich gefreut wieder zu hören. Er ist jetzt mal wieder vor der Kamera gewesen. Hab mich sehr gefreut, von dem mal wieder ein Lebenszeichen zu hören. War sehr schön. Und dass es da auf jeden Fall wieder kurz bergauf ging bei ihm. Sehr gut. Also der ist gefällig. Der ist geil. Macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, in der neuen Pfeife macht es immer ganz besonders viel Spaß.
Jetzt ist es ja endlich warm. Es war ja so zum Speimen, dass es einfach dauernd geregnet hat und dauernd scheiße war. Jetzt ist der Sommer wirklich so da, wie ich ihn haben will, wie ich ihn mir vorstelle. Der Grill wird jetzt demnächst noch von den Pollen befreit. Und dann gibt's wieder mein geliebtes Tomahawk Steak. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Das ist halt immer diese spezielle Dynamik, die sich entwickelt, wenn man sich innerhalb der Pfeifen-Community trifft. Da ist halt immer, das ist immer irgendwie angenehm. Da ist halt keiner, der irgendwie nervt, der Stress macht, der irgendwie die Leute langweilt, der nervig ist. Das ist alles immer nur coole Leute. Das ist immer nur so ein kleiner Kurzurlaub, wenn man sich trifft, egal ob Fürstenfeldbruck, Pfeifenmesse oder jetzt auf Andex. Das ist immer cool. Das ist immer cool. Einfach eine faszinierende Dynamik, wenn sich Pfeiferaucher treffen. Das ist immer, aber finde ich, ganz besondere Atmosphäre. So, jetzt halte ich's Maul.